14.48 Uhr am Mittwochmittag. Premiere hier in Dortmund, die Main 2009, das erste Mal. Das haben wir heute schon mehrfach gehört. Ich freue mich, dass ich jemanden einladen durfte, der seit vielen Jahren Partner der Main ist mit seinem Unternehmen. Stefan Freiser als Geschäftsführer der Firma Code X. Kennen Sie die Startphase der Main an den Standorten in Paderborn und in Bielefeld und sind natürlich auch heute in Dortmund mit dabei und können uns bestimmt schon mal sagen, wie Sie so die Entwicklung der Main in den letzten Jahren persönlich empfunden haben. Ja, die Entwicklung der Main ist natürlich beachtenswert. Immer professioneller, immer größer, ein immer weiteres Ausstellerspektrum. Und wir sind froh, dass wir immer wieder dabei sein können, auch als offizieller Partner mit der Begleitung der Main im Internet. Für uns, für die Code X, ist es die 9. Main, jedes Mal mit Aussteller, mit Messestand, jedes Mal mit Vorträgen. Und ich denke, die Main in Dortmund steht den anderen Mains erstmal in nichts nach. Nun ist dein Standort in Paderborn nicht vergleichbar mit Bielefeld und Bielefeld ist nicht Dortmund, also will sagen, regionale Unterschiede gibt es überall. Was hinzukommt, ist natürlich, wir haben es oft genug heute schon gehört, wir wollen es auch gar nicht thematisieren, aber 2009 ist das Jahr der etwas anderen Zeit, der schweren Zeit. Dann so ein Projekt zu wagen, ist A, nicht selbstverständlich und B, wie denken Sie, ist der Auftakt gelungen? Also der Auftakt ist definitiv aus meiner Perspektive gelungen, als dass man sagen könnte, alle Erwartungen sind erfüllt. Es ist ein buntes Leben hier zu sehen und wir als Aussteller sind auch sehr zufrieden. Wir wussten natürlich als Paderborner Agentur, was es bedeutet, nach Dortmund zu gehen, ja, weil man ja normalerweise eher so regional verankert ist, aber haben auch sehr, sehr viele gute Gespräche schon geführt. Und auch wenn man so reinfühlt, eigentlich sind alle sehr, sehr zufrieden und fühlen sich hier gut aufgehoben. Sie besuchen regelmäßig auch Workshops, Veranstaltungen, hatten gestern gerade einen interessanten Termin, haben Sie mir gesagt, vielleicht wollen Sie uns davon berichten, der Mittelstand trifft sich als Überschrift. Ja, ich hatte gerade noch ein sehr, sehr interessantes Gespräch mit demselben Thema. Ich persönlich meine festzustellen, bin auch so eine Netzwerkerseele, dass im Moment sehr, 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 sehr viele Unternehmer jede Gelegenheit wahrnehmen, um sich zu treffen. Ja, man könnte jetzt ketzerisch sagen, im Moment haben sie dafür auch etwas mehr Zeit. Auf der anderen Seite ist es gut, dass sie diese Zeit nutzen, sich zu treffen. Der Austausch ist sehr rege und ich empfinde das im Moment so, dass eigentlich alle ahnen, dass eine sehr, sehr große Chance gerade wahrgenommen werden kann und sehr, sehr, sehr viele gerade Lust haben, diese Chance auch wahrzunehmen und deswegen den Austausch mit anderen suchen. Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Aspekt. Sie sagen, seit 9 Jahren sind Sie Partner der Main. In diesen 9 Jahren haben Sie im Unternehmen Code X auch einige Veränderungen wahrgenommen. Spezialisierung als Stichwort. Auch da haben Sie erkannt, wir müssen einen geraden Weg gehen. Ja, die Code X als Internetagentur hat gar keine andere Wahl, als sich weiterzuentwickeln, weil wir eben an der Nadel Internet hängen. Das machen wir allerdings auch eben sehr, sehr gerne und dementsprechend ist es klar, dass man als eine Agentur, die erstmal Internetauftritte baut, weil jeder sie brauchte, vor ein paar Jahren die Internetauftritte gebaut hat, die dann auch sehr, sehr schön war und mittlerweile ist ein faktischer Wettbewerb ins Internet verlagert worden, als dass mittlerweile eben das Thema Marketing, Online-Marketing, Wettbewerb im Internet und sowas stattfindet und wir unsere Kunden da eben dann auch versuchen zu begleiten, als dass dieser Wettbewerb auch gewonnen werden kann. Ja, es wird einfach immer ernster. Es gibt Prognosen, dass zum Beispiel die Werbebudgets 2012 im Internet erstmalig die Werbebudgets im Fernsehen zum Beispiel übersteigen werden. Ja, also da verlagert sich einfach Umsatz in dieses Medium und naja, wir sind froh, wenn wir davon ein paar Euros abkriegen. Da sagen Sie gerade so im Nebensatz, früher haben wir Internetseiten einfach nur so gebaut, heute sind wir eine Internetagentur. Sie differenzieren das also ganz klar. Agenturleistung ist keine reine Interneterstellung. Nein, auf keinen Fall. Also es gibt auch so einen Ansatz, dass zum Beispiel auch klassische Marketingregeln auch im Internet nicht mehr gelten und sich ganz neue Regeln ergeben. Ich habe übrigens auch, das vielleicht auch ganz charmant drüber nachgedacht, vor ein paar Jahren haben wir auf die Main die Idee gebracht, dass wir Fotos schießen mit einer Digitalkamera und diese Fotos am selben Tag noch auf der Main veröffentlicht werden. Das war medial für die Main schon ein Zugewinn. Ja, heute ist hier die Vogelsängergruppe, das Ganze wird nicht mit Fotos, sondern gleich mit Video gemacht, mit Interviews gemacht. Das heißt, auch da die Innovation, die alleine auch durch technische Möglichkeiten vorangetrieben wird, findet eben auch im Internet statt. Und das ist eben nicht nur Marketing, Agenturleistung, sondern es ist auch sehr, sehr viel Technik. Es ist Kompatibilität. Die Internetauftritte müssen auf dem iPhone funktionieren. ETC-Schnittstellenanbindung. Das ist eine Disziplin für sich. Und wir haben uns exakt in diese Disziplin hinein spezialisiert, ja, und lassen die klassische Werbeagentur sein. Und wir sind Internetagentur. Und ja, wir werden hoffentlich weiterhin da gesucht, wo man uns braucht. Die Zeit im Wandel. Angst vor der Zukunft haben Sie nicht, Stefan Freiser? Nein, nein, nein. Also wir haben Respekt vor der Zukunft. Wir müssen natürlich auch bescheiden bleiben, da wo es gilt, bescheiden zu sein. Aber ich denke mal, wenn die Internetbranche keine Zukunft hat, ja, dann wüsste ich nicht welche. Prognosen sagen das auch. Die Gesundheitsbranche hat noch bessere Prognosen, aber ansonsten kommt schon die gesamte Dienstleistungsbranche mit IT-nahen Dienstleistungen, zu der wir uns auch zählen.
Und das ist genauso, als würde man jetzt das Fernsehen wegdiskutieren wollen. Das kann man auch nicht mehr. Das sind doch mal wirklich positive Worte. Ja? Die Früchte liegen auf dem Boden, man muss sie nur noch einsammeln. Das ist das, was für mich hängen bleibt. Ich wünsche beim Einsammeln ganz viel Erfolg und freue mich, wenn wir uns auf der nächsten Mal in Paderborn wiedersehen werden und Sie sagen werden, meine Güte, 2 Monate sind vergangen, der Wirtschaftsindex ist gestiegen, die Krise ist schon wieder abgeflacht, wir sind eigentlich schon wieder drüber, über den Berg. Wir haben gerade jetzt kürzlich 2 neue Vertriebler eingestellt, also wir glauben wirklich, dass der Markt da ist. Die sollen natürlich jetzt uns dabei unterstützen, ja, den Markt eben dementsprechend auch eben abzusuchen und vielleicht können wir uns dann auf der nächsten Mal schon drüber unterhalten, dass da die ersten Früchte auch schon wieder gepflückt worden sind. Stefan Freise, Geschäftsführer der Firma CodeX, vielen Dank.